Ja, Harry unterwegs, Harry Spezial heute am Strand gesehen. Der Purple Market hier in Maspalomas, die Stände, die aufgebaut werden, um die Kunsthandwerkprodukte bzw. die Feinheiten der Inseln oder des Kunsthandwerks zu präsentieren. Aber ich sehe, das ist ganz normale Kleidung auch dabei. Also das ist jetzt kein reiner Kunsthandwerksmesse hier, sondern hier sind zum Beispiel alles, was mit Kindersachen zu tun hat. Kleine Kinderwägen, dann Kinderkleidung. Und dann ist hier dazwischen der Schmuck, Handarbeit. Auch gehäkelte Kleidungen hier. Alles, was Arte Nublo heißt es hier. Ja, wer möchte, der kann dann hier auch fündig werden für ein Mitbringsel. Und ihr könnt den Markt ja gerne noch besuchen, wenn ihr hier auf der Insel seid. Ja, schöne Sachen. Auch Brot und Marmelade wird angeboten. Vielleicht ist gar nicht so schlecht, so früh hier zu sein. Da ist noch nicht so viel los. So, hier direkt angrenzend am Boulevard Oasis. Café de Paris, Café Marlene. Ja, wenn jemand das Besondere sucht, hier kann es eventuell finden. Also der Markt ist nur noch heute. Der war wohl gestern und heute. Also letzte Chance, wenn jemand noch was Spezielles sucht, was braucht. Dann kann er hier fündig werden. So, das war's jetzt, der kleine Rundgang hier vom Purple Market in Maspalomas am 21. Mai 2023.